Nice of you to drop in. Pinguins Waffenhändler finden, um an Freeze heranzukommen. Wenn ich die Gegend scanne, finde ich vielleicht heraus, wo er hingegangen ist. Was auch immer diese Substanz ist, sie bringt seinen Kreislauf zum Erliegen und versetzt ihn in Kryostase. Ohne die Thermalhandschuhe des XE-Anzugs kann ich ihn nicht gefahrlos aus dem Eis befreien. Der Polizist stieß zufällig auf Pinguins Leute. Er war auf ihre Technologie nicht vorbereitet, aber die Kryokanone hatte einen Leck. Wenn ich mich beeile, führt mich diese Spur zu Pinguins Waffenhändler. Er kann mir sagen, woher diese Waffe kommt. Alfred, Pinguins Männer setzen kryogenische Waffen ein, um Unschuldige in Eis einzufrieren. Ich werde die Thermalhandschuhe des XE-Anzugs brauchen, um sie zu befreien. Ich mache mich sofort an die Arbeit, Sir. Irgendeine Vorstellung, wo diese Waffen herkommen könnten? Das weiß ich, sobald ich den Waffenhändler des Pinguins erwische.
Was ist hier? Freeze. Glaubst du, ich weiß das? Hast du vor, Sylvester in Gips zu feiern? Okay, okay. Er hat einen Deal mit dem Pinguin. Waffen im Austausch gegen irgendeinen Typen. Ferris Boyle müsste noch im Gothcorp-Gebäude sein. Du lügst. Gothcorp entwickelt keine Waffen. Was? Nein, ich... Gothcorp! Wirklich! Ich hab die Zugangscodes. Her damit. Das ergibt keinen Sinn. Seit wann entwickelt Gothcorp Waffen? Es muss mehr dahinter stecken. Zentrale, 5-5. Wir haben keinen Kontakt zu Einheiten auf der Brücke. Three, unterwegs. Erledigen wir ihn!
Hilfe, Mann! Klar, Boss. Mit dir? Solange dein Freund weiterhin mit uns kooperiert, werden wir keine praktischen Maßnahmen ergreifen. Tut mir nicht weh! Ich hatte eine harte Kindheit! Die Typen waren bewaffnet. Wie hast du das gemacht? Wo bringen Sie Ferris hin? Mr. Boyle? Sie waren auf dem Weg Richtung Treibstoffforschung. Die ganze Anlage wimmelt von den Typen. Haben Sie die Codes zu dieser Sicherheitstür? Nein, ich habe keine Freigabe. Mein Chef aber schon. Sie haben ihn ins Biolabor gebracht. Durch die Lobby. Ich stelle sicher, dass die...